Das Spiel kennen vermutlich nur die ganz alten Zuschauer. Ich bin nicht alt, hallo? Der Wolki, Plankton CEO und meine Nano-Leaves. Da drüben ist dann CEOs Mülleimer. Alter Schwede, es wird Zeit, meinen Kanal zu abonnieren. Und tut mir einen Gefallen und checkt mal meine Merch aus. Vielleicht ist der ja was für euch. Ich bin vor allem Fan von einem Pulli. Und natürlich Wolki ist sowieso der Beste. Gibt's bei Moodrush. Was gibt ihr denn, CEOs hier? Willkommen zu Watzfing. Wurde mir einfach angeboten. Komm, reagier doch mal drauf. So bitte, der ist gut, der macht lustige Videos. Und ich sehe auch gerade hier. Ich hab schon mal raufgeklickt, sehe ich gerade. Ich hab sogar schon mal geguckt vor 7 Monaten. Schau mal irgendwie mal. Oder keine Ahnung hier. Mehr als nur ein Stein heißt das Video. Wir schauen da gerne rein, denn mittlerweile bin ich dabei, ja mein eigenes Klemmbausteinset auf die Beine zu stellen. Und da wurden, by the way, auch schon echt gut gespendet. Wenn die Reaktion online geht, mutig schon viel mehr. Momentan sind wir bei 10.000 irgendwas. Ich bin mal gespannt, wenn die Reaktion online geht, wie wir da schon so weit sind. Könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben. Egal. Wir schauen jetzt rein. Bin sehr gespannt. Mehr als nur ein Stein. Lego. Wir erfahren heute besonders über Lego. Warum nicht? Los geht's. Papa, was ist das für ein Stein? Oh. Das ist weitaus mehr als nur ein Stein. Es ist ein Legostein. Ein Legostein? Ja, ein Legostein. Man könnte meinen, es sei ein ganz normaler Sonntag. Die Sonne geht unter, die Vögel zwitschern und das komische Nachbarskind nervt mit seinem neuen Scooter die ganze Nachbarschaft. Währenddessen sitzt du in deinem Zimmer und spielst mit Lego. Doch. Was für Außenstehende aussah wie eine schlecht vertonte Schlacht auf dem Todesstern, war in unseren Köpfen ein gigantisches Lore-Ereignis im Lego-Universum. Hast du Lizenz für diese Musik? Ich glaube nicht. Lego. Ein Name, dem wir alle individuelle Erinnerungen widmen. Ein Name, der uns entweder mit positiven oder negativen Gefühlen erfüllt. Und die Betreffzeile lautet Lego. Einfach Held der Steine. Gegen Held der Steine. Verblüffend. Der dänische Weltkonzern Lego hat einem Klemmbausteinladen aus Wien den Kampf angesagt. Aus Wien? Die Klemme schließt mit Ende Dezember. Aber dennoch ein Name, der ewig in unseren Kindheitserinnerungen verankert bleiben wird. Ich muss sagen, Bionicle kenne ich noch, das war super. Den Rest habe ich auch viel gesehen, aber mein Lego, doch habe ich früher schon sehr viel gebaut, wenn ich drüber nachdenke. Ich hatte so eine ganze Kiste voll. Aber ich habe Lego nie Sets gebaut, wie es jetzt gewollt. Ich habe immer selber kreativ was zusammengebastelt. Also für mich war Lego eher mehr selber was ausdenken, selber was aufbauen und so. Die Beschreibung habe ich ruckzuck verloren, weggeschmissen. Kartons auch alle weg, so. Kartonagen alle weg, braucht man nicht. Ich habe einfach nur gesagt, ich habe meine Steine und ich will mit denen was bauen. Das war meine Erfahrung mit Lego früher. Aber bevor wir uns diesen Erinnerungen widmen, sollten wir verstehen, wie Lego zu Lego wurde. Willkommen beim ersten Part des Videos, eine Reise in die Vergangenheit von Lego. Wir schreiben den 7. April 1891, den Tag, an dem Ole Kirk Christensen als eines von 9 Geschwistern zur Welt kam. Bursches erstes Wort! In den folgenden Jahren entwickelte er sich gemäß den damaligen Zeitumständen. Na, warte! Und er lernte mit Hilfe einer seiner Brüder das Tischlerhandwerk. Eines Tages lief ihm dann eine Frau über den Weg, die er so schnell nicht mehr vergessen würde. Christine. Und da damals alles irgendwie schneller ging. Willst du meine Frau werden? Kinder bekommen? Ein Haus bauen? Standen sie kurz darauf als glückliche Familie mit beiden Beinen im Leben. Ist die so klein oder ist die so groß? Dieses Glück sollte jedoch nicht von langer Dauer sein, da eines der Kinder eines Abends Lust hatte, mit Feuer zu experimentieren. In Oles Werkstatt. Ups. Wo alles aus Holz ist. Die Werkstatt brannte ab und der Wiederaufbau folgte kurz darauf. Ein viertes Kind wurde gespawnt und damit auch ein weiterer Schicksalsschlag. Papa! Ja, Bursche! Wieso nimmt Mama Damage? Das lag daran, dass Christine leider kurz nach der Geburt ihres vierten Kindes starb. Ole war jetzt also auf sich allein gestellt und hatte die komplette Verantwortung über 4 Kinder. Boah, das muss hart sein. Er stellte eines Tages eine Holzente her und bemerkte, wie viel Spaß seine Kinder an dieser hatten. Wodurch er Kickflip. Zur zeitlichen Einordnung 1932 anfing, Holzspielzeuge zu kreieren. Jedoch muss dein Name her. Hm. Und kennt ihr das, wenn ihr durch einen Zufall einen echt coolen Gamertag gefunden habt?
Louis 1000. Oh nee, doch schon. Er leitete nämlich Leggott, was auf Deutsch so viel bedeutet wie Spielgut, zu Lego ab. Eigentlich schon cool genug. Jedoch fiel ihm kurz darauf auf, dass Lego auf Lateinisch zusammensetzen bedeutet. Was natürlich im Ausblick auf die Zukunft viel Sinn macht. Gottfried, der Sohn mit der Brille, wurde relativ schnell zu Oles rechter Hand und stellte bereits mit 17 seine eigenen Spielzeuge her. Damals war alles besser. Ein paar Jahre später hat das Unternehmen bereits 10 Mitarbeiter. Bis die Werkstatt 1942 erneut abbrennt. Sie wurde jedoch in Lego-typischer Manier wieder aufgebaut. Puh, Scheune V3. Jetzt geht's bergauf, dachte sich Ole nach getaner Arbeit, woraufhin die Werkstatt erneut abbrannte. Und natürlich wieder aufgebaut wurde. Lass uns lieber Plastikspielzeuge herstellen, vielleicht brennt es dann weniger. Schweig, Bursche. Nach dem dritten Aufbau wurden die 10 Mitarbeiter wieder eingestellt und es fing an für Lego wirklich bergauf zu gehen. Während Ole weiterhin an Holzspielzeugen festhielt, war Gottfried bereits auf der Suche nach einer neuen Innovation. Plastik. Gesagt, getan, konnte sich Lego 1947 als das erste Unternehmen in Dänemark mit einer Kunststoff-Spritzgussmaschine bezeichnen. Die Maschine war definitiv kein Fehlkauf, denn der erste Lego-Stein wurde kurz darauf hergestellt. Er hatte damals noch Löcher an der Seite. Ah, spannend. Und der war innen drin noch ziemlich hohl. So ist er heute auch noch, aber diese Zwischenformen fehlen. Sorry, aber der Beatdrop war einfach gerade zu perfekt. Gottfried hatte inzwischen selber einen Sohn und eines Tages bemerkte dieser die Schwachstelle des Legosteins. Der Scheiß ist instabil! Denn es gab noch nicht diese Noppen auf der Unterseite. Also forschte Gottfried an einer Lösung. Burschen, Familienfoto. Und da bei Lego nichts ohne Schicksalsschläge oder abgefuckte Produktionsstätten passiert, starb Ole Kirk Christensen kurz darauf im Alter von 66 Jahren. Also der hat das nie mitbekommen, wie erfolgreich Lego noch geworden ist. Eigentlich traurig irgendwo. Und die Werkstatt brannte erneut ab. 1961 wurde dann das Patent für den ersten uns heute bekannten Legostein angemeldet. Und Gottfried entschied sich nach dem Wiederaufbau, Holzspielzeuge komplett aus dem Sortiment zu streichen und sich voll und ganz auf die Entwicklung der Plastikspielzeuge zu fokussieren. Das war nicht nur eine wichtige Entscheidung in Bezug auf den Erfolg von Lego, sondern auch in Bezug auf das Brandrisiko. Es gab daraufhin nie wieder einen Brand. Unter Gottfrieds Führung wurde dann 1962 das erste Legoland eröffnet, ein Redesign zu einem uns heute bekannten Logo durchgeführt und der Weltrekord für die Produktion der meisten Reifen aufgestellt. Also in Konkurrenz mit Michelin oder Pirelli. Daraufhin ging das Unternehmen in die dritte Generation. Die erste uns bekannte Minifigur wurde hergestellt. Und die ist leider voll geschützt. Genau, für meinen Klemmbaustein-Set hätte ich so gerne eine Lego-Figur in CEO-Version gehabt. Aber das geht nicht. Also es geht schon, aber Lego will dann sehr viel Geld sehen. Das ist wirklich, das haben die. Also die Steine an sich kann man voll oft nachfaken. Also 1000 Firmen gibt es, die auch diese Steine herstellen. Die sind, glaube ich, kompatibel mit Lego. Kannst du aufeinander stecken, alles easy so. Aber das ist halt so ihre Figur. Das ist wirklich das Lizenz drauf. So, das kannst du nicht so, ja. Genau, Lego klagt dich weg. Die hat ja gar keinen Bock drauf. Das ist nur ähnlich. Das darf nicht mal ähnlich sein. Ich habe ja gesagt, bei 15.000 ist definitiv, dass dann das alle nochmal kostenlos, einfach alle, die schon unterstützt haben, bekommen zu ihrem Set auch nochmal eine CEO-Spielfigur dazu. Aber die wird anders aussehen. Die kann nicht so aussehen, das geht leider nicht. Genau, momentan, ich zeig's kurz mal her, sind wir bei 11.000 Euro fast, also 10.962. Mal gucken, wie viel, wenn ihr gerade die Reaktion seht, wie viel es dann ist und so. Also so sieht das Set ungefähr aus. Hinten haben wir das CEO-Logo drauf mit den ganzen Dingern hier. Vorne hier eben Wolki, also alles Prints, by the way. Hier Wolki, Plankton-CEO, meine Nano-Leaves. Da drüben ist dann CEOs Mülleimer, ein Kind, was ich gezeugt habe auf Versehen, weil ich mich mit einem Mülleimer gepaart habe. Und hier ist dann eben noch meine Unterschrift hinten drauf. Das soll das Set werden. Nicht wundern, dass hier der Mülleimer fehlt, der ist schon mit dabei, keine Sorge. Und hier drüben ist noch Venti, by the way, auch. Man sieht auch hier meine Just Legends Tubes und die Lampe und alles drum und dran. Also alles ist mit dabei. Ich bin super gespannt. Ich habe ja einen Prototypen, der sieht schon ziemlich cool aus. Aber das war ganz viel Farbseuche und die Prints fehlen. Bin so gespannt, welches Ding auch selber dann mal hab und so. Weil alles muss stimmen, die Farbe muss stimmen. Also ich bin sehr gespannt. So, wir kriegen es alles blind auch sehr gut hin, weil wir haben ja genügend Kohle jetzt. 10.000 Euro reicht völlig aus, um die Sets zu bestellen und vielleicht sogar noch ein paar weiter noch anzubieten. Wir gucken mal, wie wir es machen. Aber super gerne noch, wer es haben wollt, hier. Sichert euer Set. Haben wir es? Ach, hier drüben, Schützen. Könnt ihr super gerne noch mitmachen hier. Ich glaube, die Reaktion online geht, müsste noch ein paar Tage gehen, weil wir sind hier momentan bei 28 Tage. Es dauert ein bisschen, bis die Reaktion online ist, aber das schaffen wir schon. Ja, aber ja, wie gesagt, ich hätte sehr gerne diese Figur gehabt. Die hätte ich super gerne hätte ich gehabt. Aber ja, mal schauen. Naja. Eine Minifigur wurde hergestellt und Gottfried Kirk Christensen verstarb 1995 im Alter von 75 Jahren. Sein Sohn führte das Vermächtnis seiner Vorfahren jedoch erfolgreich weiter und es wurden unter seiner Leitung in den kommenden Jahren insgesamt über 400 Milliarden Legosteine verkauft. Zu verdeutlichen, was für mich keinen Sinn ergibt, 400 Milliarden, so viel Plastik gibt es doch gar nicht auf der Welt. Und wenn ja, wo sind die Steine denn alle? Es müsste doch jeder einen ganzen Dachboden voller Lego haben. Ich verstehe das gar nicht, wie das sein kann. Damit könnte man zum Mond und zurückreisen. Und zwar 10-mal. Dann wurden die ersten Lizenzen gekauft und plötzlich gab es Ende der 90er Lego Star Wars, Lego Winnie Pooh und Lego Harry Potter. Anfang der 2000er stand das Unternehmen dann vor einem beinahe sicheren Bankrott. Jedoch gab es einen Retter.
Lego Bionicle. Eine legendäre Themenwelt, die tatsächlich ein sehr entscheidender Faktor in der Rettung von Lego war. 2004 wurde dann Jorgen Wick Knutsdorp zum CEO ernannt und das Unternehmen war erstmalig kein Familienbetrieb mehr. Und genau deshalb ist dieser Stein weitaus mehr als nur ein Stein. Nur deshalb? Soweit ich mich erinnere, ja. Obwohl, warte mal. Ich erinnere mich wieder. Lego City! Lego City war schon krass. In Jago bin ich voll raus. Batman bin ich voll raus. Power Miners bin ich voll raus. Das ist Jodarium wieder, war gut. Kenn ich nicht. Space Police? Rand bin ich raus. X-Vor bin ich raus. Man könnte meinen, es war alles nur ein Traum. Ninjago war sehr beliebt, das habe ich festgestellt. Eine riesengroße Ninjago-Fangemeinde. Und dennoch teilen wir alle dieselben Erinnerungen in Bezug auf Lego. Kann ich das haben? 100 Euro? Das sind 200 D-Mark. Nein. Es wird also Zeit, genau diese Erinnerungen wieder zu erwecken. Willkommen beim zweiten Part des Videos. Eine Reise in unsere Vergangenheit mit Lego. Endlich! Und um diese zu verstehen, müssen wir bei den Grundlagen anfangen und die Sets kategorisch aufteilen. Es gab beispielsweise die Sets, die man mit etwas Glück beim Einkaufen oder zu kleineren Anlässen bekommen konnte. Die waren echt lächerlich. Die sahen von der Packung cool aus, aber drin war echt ein Haufen Scheiße. Wird schon nicht auffallen. Die Sets, die man nur bei größeren Anlässen wie Geburtstagen und Weihnachten bekommen konnte. Da seid ihr neidisch. Was? Und die Sets, die einfach unerreichbar waren. Ja, weil sie 500 Euro gekostet haben oder so. Wie zum Beispiel der Todesstern, welcher gleichzeitig auch die größte Lüge im Intro war. Den hatte ich nicht. Niemand hatte den Todesstern. Niemand? Ich glaube, Yoshi hat den sogar. Wenn man dann einige Sets gesammelt hatte, gliederten sich relativ schnell zwei Fraktionen von Kindern. Die einen, die alle Sets ordentlich und im vollen Bestand im Regal stehen hatten. Unbespielt und wie neu. Und die anderen, bei denen die Sets bereits nach kurzer Spielzeit. Die sind mir zu ganz. Das Imperium schlägt zurück. Zerstückelt im Lego-Friedhof, a.k.a. einer Kiste oder Tonne mit Lego. Ja genau, das war ich, Team 2. Bei mir war alles bunt gemischt in einer großen Kiste. Und hätte ich das Set nochmal bauen wollen, hätte ich es aussortieren müssen. So. Wäre übel anstrengend gewesen. Ich habe auch aus der Kiste alles Mögliche gebaut. Alles Mögliche. Und ich fand's ganz cool, weil, ja eben, das war für mich Lego. Das ist einfach, du musst doch selber kreativ werden, was bauen. Was nach Anleitung bauen ist doch bescheuert, fand ich persönlich sogar irgendwo. Mittlerweile bin ich wieder Team 1 geworden. Als Erwachsener macht natürlich das keinen Sinn mehr, einfach rumzubasteln. Da hat man dann doch wieder mehr Bock, einfach sich ein Set zu holen, was cool aussieht und als Deko sich dann irgendwo hinzustellen. Stein gelandet sind. Natürlich hatte diese Zerstörung der ursprünglichen Sets einen Sinn. Man dachte eben, dass man mit seinen jungen Jahren etwas garantiert Besseres als gelernte Lego-Ingenieure entwerfen konnte. Das hat meistens jedoch eher mäßig gut geklappt. Und wie jeder weiß, hat man die Sets nicht für die Lego-Steine gekauft. You thunder against me! Sondern für die Minifiguren. You have done that. Die Minifiguren haben mich nie interessiert. Yourself. Unabhängig von Größe und Kosten des Sets, ein riesiges Set, waren diese das eigentliche Highlight. Aber wie sah es aus, wenn man diese auf andere Wege erlangen wollte? Dann musste man entweder ziemlich kreativ oder unmoralisch werden. Let's do this. Auf dem Schulhof war es eine gängige Methode, seine unwertvollen Figuren hochzustapeln. Mit den passenden Argumenten, ein Unikat, nur einmal auf der Welt erhältlich, war die eigene Figur dann plötzlich unheimlich viel wert. Hä? Kenn ich nicht, kann er gerade bei uns, niemand. Also, angeblich. Und man konnte sie mit irgendwem, der eine tatsächlich wertvolle Figur hatte, tauschen. Moralisch ziemlich verwerflich. Aber das waren die Tauschgeschäfte sowieso. Nicht so unmoralisch war der zweite Weg. Die Magnetsets. Sie bestanden aus drei Figuren aus verschiedenen Themenwelten und boten mit einem Preis von 9,99 € ein aus heutiger Sicht surreal gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Aber Achtung, es gab zwei Phasen. 9 Euro für drei Lego-Figuren? Ich sag's euch, die stellen die Figuren locker für 80 Cent her oder 1,20 Euro oder so. Die erste Phase, in der die Beine am Torso festgeklebt waren und in den Beinen selber ein Magnet verankert war. Es macht mir keinen Spaß mehr mit dir zu spielen. Oh, Toy Story 1 war so krass. Keine echte Minifigur. Und die zweite Phase, in der sich der Magnet lediglich an diesem grauen Stein befand und man für 9,99 € drei vollwertige Minifiguren erhalten hat.
Der vorletzte und vermutlich auch kannibalischste Weg waren die Schlüsselanhänger. Jetzt ist mein Schlüssel cooler. Obwohl sie ursprünglich dazu entwickelt wurden, eine halbwegs lebendige Lego-Figur im Schlüsselbund zu tragen, was hängt da? Oh! Gab es immer ein Kind, das dir bei den unmoralischen Tauschgeschäften weismachen wollte, dass es eine extrem seltene Minifigur hatte. Der gegen deinen Boba Fett. Allerdings hat die große Metallkugel im Kopf immer verraten, ups, dass sein Vater ihm am Abend zuvor geholfen hat, den Schlüsselanhänger rauszudrehen. Natürlich gab es dann noch eBay. Es war jedoch damals noch nicht das, was es heute ist, sondern ein magischer Ort, von dem unsere Eltern in der Vergangenheit tatsächlich mehr verstanden haben als wir. Keine Sorge, den überbiete ich. 9 von 10 Vätern waren nämlich professionelle Bieter. Meist ausgestattet mit einer Sammlung bunter eBay-Sterne, konnte dein Vater dann genau zur richtigen Millisekunde das passende Gebot abgeben. Und die Figuren, Höchstbietender, gehörten dir. Dafür will ich den gelben Stern. Falls jedoch keine anstehenden Anlässe vorhanden waren und man moralisch auf dem Weg der Besserung war, bot Lego ebenfalls kostenlose Unterhaltung. Entweder über den Fernseher. Ein gutes Tiefseeerkundungsteam reist mit mehr als einem U-Boot. Und wir sind die Besten. Doch ein echter Klonkrieger ist. Habe ich alles nicht geschaut, by the way. Ich kenne keinen Lego-Content. Ich habe mal ein Lego-Computerspiel gehabt, das war mega scheiße. Aber ich Lego-Content bin ich ganz schön raus, muss ich sagen. Ist nicht klein zu kriegen. Der Junge gefällt mir. Erinnert mich an mich selbst. Lange bevor die Zeit einen Namen hatte. Ja, Ninjago, das finden viele richtig geil. Wurde Ninjago vom ersten Spinjitzu-Meister gegründet, indem er die 4 elementaren Waffen benutzte. Oder bei die legendären Lego-Hefte. Leute, die den hatten, studieren heute Informatik. Mit diesen konnte man dann entweder den vollen Ruhm in der Schule genießen. Ja, ich hab's. Oder aber auch absolut unrealistische Wunschlisten erstellen. Und wo wir gerade bei Weihnachten. Die Bionicles wollte ich mal haben, aber die waren viel zu teuer. Also auch die konnte ich mir nie leisten. Sinn, geht an dieser Stelle ein Shoutout an die Lego Adventskalender. Welches Spiel will? Irgend so ein Lego City Spiel aus den 90er Jahren. Das war ultra scheiße, war das. Also da gab es irgendeinen Typ, der war im Gefängnis, der bricht aus, den muss man irgendwie wieder fangen. Dann muss man zuerst so einen Helikopter bauen, weiß ich noch. Und dann musste man irgendwie Pizza auf den werfen oder irgendwie so. Raus. Die waren zwar echt cool, also wenn eine Minifigur im Türchen war. Allerdings war das Produktdesign so mäßig, weil so ziemlich der gesamte Inhalt über die komplette Verpackung gespoilert wurde. Und falls man mehrere Tage hintereinander nur diese langweiligen Miniatursets im Kalender hatte, Mist, gab es unter Kennern den türchenübergreifenden Griff, mit dem man dann mit ein wenig Fingerspitzengefühl von der 6 an die 24 kam. Aber was ist das? Wieso liegt unterm Weihnachtsbaum eine PlayStation 2 und kein Todesstern? Weil auf dieser Konsole die legendärsten Lego-Spiele rausgekommen sind. Ihr könnt sagen, was ihr wollt, aber alle zukünftigen Lego-Spiele sind nur untertan. Von Lego Star Wars der kompletten Saga, Lego Batman und Lego Indiana Jones. Alles nie gespielt. Ach so, dann gab's noch Lego Universe, aber hier sagt den meisten vermutlich nur das Bild aus dem Lego-Katalog etwas. Da das Spiel damals an ein Abo gebunden war, wie kündige ich das Abo? Und Abos damals noch ziemlich verrufen waren. Nicht ganz so gefährlich war Lego Island, aber das Spiel kennt vermutlich nur die... Das war's, Lego Island, das ist es. Ja, mit dieser blöden Pizza. Ganz alten Zuschauer. Ich bin nicht alt, hallo? Plötzlich tauchten in jedem Geschäft, das ein Kind potenziell betreten könnte, gelbe Pappaufsteller mit Plastiktüten auf. Die Minifiguren waren geboren. Das Prinzip war simpel. In verschiedenen Serien konnte man aus Mystery Bags eine von 16 Minifiguren ziehen. Es gab dann immer eine favorisierte Figur, die man Das ist doch scheiße. Das sind Lootboxen in Real Life, Mann. Unbedingt haben wollte. Toi, toi, toi. Und nach langem Betatschen aller Verpackungen wurde man dann meistens von seinen Sinnen getäuscht. Was ein Scheiß. In Serie 10 gab es dann eine goldene Figur namens Mr. Gold. Irgendwie wusste man schon damals, dass sie wertvoll ist. Jedoch nicht, dass sie so wertvoll ist. Mit dem Aufstieg des Internets fingen Leute auch an, Lego-Content auf YouTube zu kreieren. Es gab natürlich Leute, die lediglich ihre Bauwerke zeigen. Oder Stop-Motions gemacht haben. My ship I built. And look what I built. And this is what he built. Was soll das sein? Wow. Nein. I know. Oh. Leute, die Reviews zu bestehenden Sets abgaben. Welt, ich grüße euch. Es ist ein großartiger Tag hier im schönen Frankfurt am Main, im Herzen von Europa. Wie unschuldig er da noch war. Hier habe ich mein kleines Lego-Männchen. Oh. Leute, die Sets aufbauten. Und Leute, ich meine Legenden, die Xubo und Satsi Nambis, die Lego komplett zweckentfremdet haben. Hi, Martin hier. And today I'm gonna show you the dinosaur superior. What's going on, guys? Zotzi Nambis here. And today I built one of the 9 specialist weapons from Black Ops 3. Warum kenn ich den Kanal noch nicht? Das ist übel cool. Aber
Aber was passiert, wenn man ein Handy vor seine Legos stellt und etwa 16 Bilder in eine Sekunde quetscht? Richtig, man erhält eine Lego-Figur, die sich scheinbar ohne externe Hilfe bewegt. Stop Motion. Bereits in den frühen Anfängen von YouTube fing YouTuber an, ihre Stop-Motion-Videos hochzuladen. Es war relativ einfach zu unterscheiden, ob diese von Profis oder eben von Kindern erstellt wurden. Entdeckung! Alles in allem unterstützt jedes dieser Werke dennoch meine These zu Lego. Und wo wir gerade dabei sind, mein Intro könnte potenziell auch so entstanden sein, oder? Könnte. Jedoch wurde es im Blender erstellt. Der gleichen Software, die auch der damals 14-jährige YouTuber Preston Mutanga, aka Lego Me The OG, benutzte, um Kurzfilme zu unter anderem Spider-Man zu kreieren. Diese Kurzfilme waren so gut, dass Marvel ihn eine Szene für Spider-Man Across the Spider-Verse animieren ließ. Was ich damit verdeutlichen möchte ist, dass Lego unabhängig von firmeninternen Interessen, Preiserhöhungen oder sonstigen negativen Schlagzeilen ein Ziel in uns kontinuierlich auf jedem Weg gefördert hat. Die Kreativität. So ein Unsinn! Lego tut so viel dafür, die Kreativität zu zerstören. Du sollst nur Geld ausgeben. Ich habe Held der Steine gesehen. Das ist ganz böse. Ich habe heute mit Hübi auch drüber gesprochen, weil er meinte so, Leute, die Lego kaufen, sind einfach nur uninformiert. Das ist so ein Schwachsinn. Ich bin so, ja klar, Lego hat stolze Preise. Aber ich würde jemanden verurteilen, der dann trotzdem sagt, ich weiß Bescheid, aber ich will dieses Set nun mal haben und der Preis ist es mir wert. Ich will es haben, deswegen kaufe ich es. Ja, das war alles easy. So, Angebot und Nachfrage. Man bietet etwas an, hey, das kostet es. Wenn du sagst, es ist zu teuer, dann kaufst du nicht. Und wenn du es haben willst, dann kaufst. So, das ist nun mal die Spielregel. Und ich finde das okay. Also ich finde es eher sogar nervig manchmal, sollte sagen, hey, ich habe es von Marvel, den Thanos-Handschuh mir gekauft. Und dann gibt es 1000 Kommentare darunter. Warum Lego, nicht Lego? Hast du halt der Steine nicht gesehen? Doch, hat er vermutlich schon. Aber manche Leute wollen einfach auch das kaufen. Und das ist in Ordnung. Also man kann jedes Produkt kaufen, wenn man es möchte. So, klar, bei manchen Dingen zahlst du halt einen Namen obendrauf. Bei Lego ist es halt schon der Fall, dass man noch ein bisschen extra mehr zahlt. Du kriegst günstigere Preise für die gleichen Steine woanders. Er hat auch ein anderes Set, letztendlich. Ein Kind wie du und ich, das sich einst mit seinen Freunden traf, um mit Lego zu spielen, ist vermutlich mit einer besseren und kreativeren Kindheit aufgewachsen, als ein Kind, das ausschließlich mit der Digitalisierung groß geworden ist. Oh. Weiß ich gar nicht. Wir sollten dankbar sein für all die Erinnerungen, die uns durch eine Idee von Ole Kirk Christensen irgendwo in Dänemark ermöglicht wurden. Danke, Ole! Beenden wir dieses Video also da, wo wir es angefangen haben. Sir, ich denke, wir haben unsere Mission erfüllt. Aber Platte ist da hinten. Das war Schneile, glaube ich, ne? Das sagt mir nichts. Okay, jetzt einmal persönlich, Leute. Vielen, vielen Dank für den ganzen Support über die letzten Monate. Gerne ich liebe es, diese Videos zu kreieren und bin gespannt, wo unsere Reise noch hinführt. Falls ihr ein Teil von ihr werden wollt, lasst gerne ein Abo da, denn ich verfolge weiterhin nur ein Ziel. Ich will die 100.000 haben, die schafft er schon. Ja, das war Wazen oder irgendwie so. Was? Finn. Arzfin. Und der 93.000 Abonnenten. Wir können gerne mal hier und da nochmal reingucken, wenn neue Videos online gehen. Ich bin sehr gespannt. An sich ein ganz süßer Kanal, so. Ja, definitiv. Bei Lego muss ich sagen, ja, bin ich so zwiegespalten. Lego ist natürlich auch für mich krasse Kindheit, aber irgendwo nervt mich auch ein bisschen die Entwicklung. Und wir genießen mittlerweile auch ganz viele andere Marken, wie zum Beispiel das CO-Klemmbausteinset. Holt es euch, das spannend. Es gibt viele gute Hersteller mittlerweile, und Blue Bricks oder Open Bricks oder, gab es noch? Megablocks war nicht so gut. Heute noch irgendwas gesehen, das war ziemlich stark. Die haben echt geile Sets, auch Star Wars, auch Harry Potter. Die haben auch so vieles. Ich habe gerade den Namen nicht mehr. Das war echt krass. Das waren irgendwie, ich glaube, 3000 Teile für 100 Euro oder so. Und das ist gut. Das ist wirklich gut. Aber ja. Leute, das dann. Bis zum nächsten Mal. Dankeschön für das Video und gerne wieder einschalten. Ciao, ciao.